Titanic machte über Nacht auch aus den damals aufstrebenden Schauspielern Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die die unglücklich verliebten Jack und Rose verkörpern, Superstars. Es gab auch eine Handvoll anderer beeindruckender Namen im Film, wie Bill Paxton, Kathy Bates, Billy Zane und Francis Fisher, die alle zusammen mit ihren jungen Co-Stars bemerkenswerte Leistungen zeigten. Leider sind nicht alle dieser Titanic-Darsteller heute noch unter uns. Hier sind einige Titanic-Schauspieler, von denen Sie vielleicht nicht wissen, dass sie verstorben sind. Wenn Sie unseren Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann bitte abonnieren Sie den Kanal jetzt. Gloria Stewart. Wie ihre Figur in Titanic lebte Gloria Stewart ein langes Leben voller Abenteuer. Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Schauspielerin 100 Jahre alt und hatte in mehr als 80 Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt, die bis ins goldene Zeitalter Hollywoods zurückreichen. Sie hatte auch Bekanntschaft mit Persönlichkeiten wie Groucho Marx, Charlie Chaplin, Dorothy Parker und Humphrey Bogart gemacht. Zu ihren Credits aus dieser Zeit gehören absolute Klassiker wie The Old Dark House, The Invisible Man, Poor Little Rich Girl und The Three Musketeers. Vor ihrer Rolle in Titanic war es jedoch eine ganze Weile her, seit Stewart in einem so hochkarätigen Projekt oder überhaupt in einem Projekt aufgetreten war. Tatsächlich hatte Stewart zum Zeitpunkt ihrer Besetzung ihre Schauspielkarriere so gut wie hinter sich gelassen und hatte Berichten zufolge nicht einmal einen Agenten. Die erfahrene Schauspielerin enttäuschte jedoch nicht bei ihrer triumphalen Rückkehr nach Hollywood und lieferte eine herausragende Performance als die alte Rose ab, die praktisch die Arbeit der gesamten Besetzung überstrahlte. Und obwohl sie in der Oscar-Nacht nicht die Statue mit nach Hause nahm, wurde Stewart für ihre Arbeit zu Recht mit ihrer ersten und einzigen Oscar-Nominierung belohnt. Bernard Fox. In Titanic erweckte Bernard Fox die historische Figur des Colonel Archibald Gracie IV., meisterhaft zum Leben, einer der wenigen echten Passagiere, die im Film dargestellt wurden. Im Gegensatz zu vielen der Hauptdarsteller, die fiktive Charaktere spielten, hatte Fox die Herausforderung, einen Mann darzustellen, der die erschreckenden Ereignisse des Untergangs tatsächlich erlebte. Gracie, ein walisisch geborener Schriftsteller und Amateurhistoriker, überlebte die Titanic-Katastrophe und verfasste The Truth About the Titanic, einen wichtigen Augenzeugenbericht über die Tragödie. Sein Ururgroßvater baute das Gracie Mansion in New York, das heute als Residenz des Bürgermeisters dient und Gracies Vermächtnis in der amerikanischen Geschichte verankert. Im Film erscheint Gracie, nachdem Jack Rose vor dem Selbstmord bewahrt hat, und fügt der Erzählung einen Hauch von aristokratischem Anstand hinzu. Fox' Darstellung ist subtil, aber tiefgründig und fängt Gracies Würde und Widerstandskraft ein. Obwohl Gracie kurz nach dem Untergang der Titanic verstarb, lebt seine Geschichte durch sein Buch weiter und Fox' Leistung ist eine ergreifende Hommage. Die Rolle in Titanic war eine der letzten Leinwandauftritte von Fox und krönte eine bemerkenswerte Karriere in Film und Fernsehen. Elsa Raven. Elsa Raven war der breiten Masse des Kinopublikums vielleicht am besten als die übereifrige Spendensammlerin bekannt, die verzweifelt den Clock Tower retten wollte in Zurück in die Zukunft von 1985. Doch schon vor diesem denkwürdigen Auftritt hatte die erfahrene Charakterdarstellerin ihre einzigartigen Fähigkeiten in Dutzenden von anderen Film- und Fernsehprojekten gezeigt, darunter der Klassiker The Amityville Horror von 1979. Auch danach setzte sie ihre Arbeit fort und lieferte eine glanzvolle Performance als Ida Strauss in Titanic, die zu ihren Besten zählt. Falls Sie Schwierigkeiten haben, sich an Ravens Gesicht im Film zu erinnern, sie war die standhafte Frau, die einen Platz in einem der Rettungsboote des sinkenden Schiffes ablehnte, um ihren Ehemann Isidor nicht einem einsamen, nassen Tod zu überlassen. Indem sie ihr Eheversprechen einhält, wie sie es so leidenschaftlich sagt, verleiht die kleine, aber denkwürdige Rolle den menschlichen Dramen beim Untergang des Schiffes ein beeindruckendes Maß an Gravitas. Und indem sie bei ihrem Ehemann bleibt, verdient sie sich einen der würdevollsten Abschiede des Films, wobei das Paar zuletzt liebevoll umarmt in ihrem Bett zu sehen ist, während das eisige Wasser sie verschlingt. Bill Paxton. Bis zu seinem tragischen und völlig unerwarteten Tod im Jahr 2017 war Bill Paxton zu einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten im Showbusiness geworden. Er hatte in Dutzenden von beliebten Filmen mitgewirkt,
darunter Catherine Bigelows Vampir-Thriller Near Dark, die Sci-Fi-Komödienklassiker Weird Science aus den 80ern, der Blockbuster Twister aus den 90ern und neuere Klassiker wie Edge of Tomorrow und Nightcrawler. Natürlich war er auch in mehreren Filmen von James Cameron zu sehen, angefangen bei dem wegweisenden Film The Terminator von 1984. In Titanic diente Paxton mehr oder weniger als Camerons Gegenstück auf der Leinwand und spielte den Titanic-besessenen Leiter eines gut finanzierten Unterwasserforschungsteams mit einer geschickten Mischung aus polternder technischer Intellektualität und Neopiratenschwung. Wie sich die Fans des Films erinnern, wird Titanic im Wesentlichen von Paxton und seiner Crew eingerahmt, die auf die ältere Version von Rose, gespielt von Gloria Stewart, treffen und ihre Liebesgeschichte hören, die durch eine unvorhersehbare Tragödie unterbrochen wurde. Und selbst in diesen kurzen Momenten gelang es Paxton, den selbstgefälligen Charme seines Charakters mit einer Wärme und Zärtlichkeit zu mildern, die nur wenige Schauspieler jemals zeigen konnten. Das war jedoch typisch für Paxton, dessen einzigartige Präsenz auf der Leinwand für immer vermisst werden wird. Bernard Hill. Der Schauspieler Bernard Hill, bekannt für seine Rollen in Titanic und Der Herr der Ringe, ist am frühen Sonntagmorgen gestorben, bestätigten Familienangehörige. Hill war 79 Jahre alt. Er war bei seiner Verlobten und seinem Sohn, als er starb, sagte sein Agent Lou Colson. Die Karriere des Schauspielers begann 1974 mit Rollen in verschiedenen Fernsehshows. Eine von Hills bekanntesten Rollen war die des Kapitäns Smith in James Camerons epischem Film Titanic von 1997. Seine Figur, die auf Kapitän Edward Smith, dem Kommandanten der realen Titanic, basierte, ging im Film mit dem Schiff unter. Hill spielte auch Theoden, den König von Rohan, in Der Herr der Ringe, die zwei Türme und Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich und vergessen Sie nicht, das Video so viel wie möglich zu teilen und zu liken.